Servus, herzlich willkommen zurück bei CSR Automotive. Wir haben heute Teil 2 vom Golf 7 Projekt am Start. Heute wird's bunt. Wie genau, seht ihr nach dem Intro. Wie ich euch versprochen habe, wird's heute bunt. Und zwar Thema Folie. Zum Thema Folierung haben wir mal freundliche Unterstützung von der Firma Seincom bekommen. Die Firma Seincom ist hier drauf top spezialisiert und bietet Foliendesigns in verschiedenen Variationen an, sei es für Tuningfahrzeuge, für Werbefahrzeuge. Oldtimer haben sie jetzt eine ganz neue Rubrik, wo sie gerne auch so ein bisschen einen Race-Look machen, und da haben die echt ein riesen Portfolio im Angebot. Da haben wir uns jetzt ein Design rausgesucht und Seincom hat das Ganze sogar noch etwas individualisiert. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier in den ganzen Einzelteilen von den Folieabschnitten erstmal. Ihr bekommt auch immer einmal die Vorschau, wie das Ganze am Auto aussehen soll. So könnt ihr euch dann natürlich gleich beim Positionieren auch orientieren. Natürlich dabei auch die Montageanleitung. Hier sind nochmal Tipps und Tricks genannt, wie man das Ganze am besten verklebt. Ich selber habe sowas noch nie gemacht, das ist mein erstes Mal. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin guter Dinge, dass ich das schaffen werde. Und im Hintergrund habt ihr vielleicht schon sehen können, der Dreier Touring von Thilo, ein CEO von Gasolina, der hat ebenfalls von Seincom bereits eine Folierung bekommen. Und das haben wir ja auch ganz gut umsetzen können. Von daher war das für uns natürlich auch die erste Wahl, hier Seincom zu kontaktieren. Und die Kollegen waren natürlich auch sofort begeistert davon. Wie fangen wir jetzt an mit dem Ganzen? Natürlich das Fahrzeug erstmal putzen. Wer muss picobello sauber sein. Und dann geht's an die Positionierung. Gehen wir mal ans Fahrzeug. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt das ganze Design mal angelegt, habe das ausgerichtet und habe mir auch hier Markierungspunkte gemacht, wie ich später die Folie ansetzen kann, damit ich einfach weiß, wo ist die Positionierung, wo muss ich in etwa hin. Und dann schaut ihr einfach, dass das Ganze schön ausgerichtet ist, alles schön von der Abstände her passt. Und ja, dann geht es eigentlich richtig los. Als erstes will ich natürlich noch die Schaftleisten und die Türgriffe demontieren, damit man natürlich auch sauber unter die ganzen Kanten und Sicken kommen. Wir fangen jetzt einfach mal mit der hinteren Tür an. Da ziehe ich mir jetzt die Folie einfach zur Seite. Und dann geht es hier hinten los. Ja, sieht man noch, da ist er noch ein bisschen nass, ist aber jetzt erstmal nicht schlimm. Für uns ausschlaggebend ist dieser Stopfen hier. Hier runter verbirgt sich eine Schraube, die man jetzt entfernen müsse. Dann nehmen wir mal hier die Dichtung seitlich raus, die ist hier einmal so reingeklipst. Dann kommt uns hier ein Stopfen entgegen, den ziehen wir ab. Ja, der war schon mal ab. Nehme ich richtig, machen wir dann zum Schluss neu. Und jetzt hier hinten haben wir einen Halbmond drin. Und dazu braucht man normalerweise Spezialwerkzeug oder ihr macht so wie ich, nehmt einfach einen alten Imbusschlüssel, einen abgewinkelten, sägt ihn ein bisschen ab. Und dann müssen wir jetzt die Entriegelung hier ziehen. Das merkt ihr relativ gut, wenn ihr dann da drin seid. Und dann gerade ein bisschen lockerer. Und dann kommt er hier schon raus. Mal die Verriegelung hier abziehe und den Griff einfach abmontieren. Schon haben wir ihn in der Hand. Mal die Tür gerade offen hin, geht es weiter hier mit der Schaftleiste. Die war schon mal ohne. Dann ist die A ab und dann haben wir die Tür schon vorbereitet. Jetzt müssen wir natürlich hier genau die Bereiche noch mal richtig schön sauber machen und dann können wir quasi schon loslegen. Das Gummi hier nehmen wir mal noch raus. Wie das hier alte Tüte, das habe ich schon reingeklippt. Perfekt. Und jetzt können wir nämlich auch hier schön die Folie anlegen. Aber erstmal putzen wir.
Gleiche machen wir jetzt auch noch an der vorderen Tür. Und wenn wir dann alles demontiert haben, geht es ans Verkleben dran. Hier vorne haben wir dann die Abdeckkappe. Die nehmen wir einmal weg. Und dann kommen wir uns hier zwei Torx-Schrauben entgegen. Als erstes lösen wir die vordere bis zum Anschlag. Und dann können wir die Kappe hier vorne abnehmen. Dann kommt uns das Schloss entgegen. Jetzt lösen wir die zweite. Dann müssen wir jetzt die erste Schraube, die wir hier für die Kappeentwicklung gebraucht haben, einmal kurz reinklopfen. Und dann schnappen wir unseren Schlüssel und können den Schließzylinder rausziehen. Und da kommt er auch schon entgegen. Und dann machen wir weiter mit der Schaftleiste. Aber mal hier einmal so einen Klickzieher. Einfach rausziehen und dann ist die A weg. Jetzt können wir nochmal hier die ganzen Bereiche säubern und dann geht's gleich los. So, ich würde vorschlagen, ihr lehnt euch jetzt mal zurück und schaut mir mal ganz gemütlich zu, wie ich jetzt Stück für Stück das Ganze anklebe. Ich werde zwischendurch noch mal kurz was sagen und ja, lege mal los, oder? Als erstes markiere ich mal jetzt mal hier die Hauptposition und werde jetzt dieses Teilstück ausschneiden, damit ich es dann etwas einfacher habe. Und auch hier fixiere ich mal das, damit es schön in Position bleibt. Und gerade hier ist es jetzt auch wichtig, dass man hier diese Fixierung habe. Jetzt ziehen wir das erste Stück Klebeband ab. Dann haben wir jetzt hier einmal eine Übertragungsfolie und die Trägerfolie. So hängen lassen. Und dann tun wir das hier auch einfach mal abcutten. Jetzt nehmen wir die Rakel dazu und tue das jetzt Stück für Stück an Presse. Arbeitet euch hier immer von der Mitte nach außen. Die Markierungspunkte können wir hier auch schon entfernen. Gerade hier im Kantebereich müsst ihr aufpassen, dass man natürlich uns keine Falten einzieht. Das sieht schon mal alles sehr gut aus. Dann können wir mal die zweite Seite auch rausziehen. Ich mache es jetzt folgendermaßen, dass ich jetzt erstmal nur die untere Seite verklebe. Der Einschnitt hier hilft mir jetzt, die Spannung wegzunehmen. Und jetzt wird's tricky. Jetzt geht's an den Türgriff. Mit seiner ganzen Mulde und allem, die er hat. Hier ist es wichtig, nehmt euch jetzt erstmal zuerst die normale Fläche vor. Könnt ihr hier gerne die Kante schon mal nachfahren. Und gerade hier an der Tür ist es wichtig, genau mittig von der Falz zu schneiden, damit man links und rechts genügend Spiel habe, das Klebeband umzulegen. Und hier merkt man jetzt ganz klar den Unterschied, dass hier auch Qualitätsfolie verwendet wird. Die hat Luftkanäle hier drin. Das heißt, ich habe sie jetzt im ersten Step nur angelegt mit einem leichten Druck und jetzt gebe ich ordentlich Druck drauf und gehe schön der ganzen Fläche nach.
gerade hier oben im Kantebereich, immer schön zur Kante rausziehen. Gerne auch hier mit dem Finger einfach etwas entlang fahren an der Kante. Beim Schneiden natürlich aufpassen, dass ihr nicht den Lack trifft. Und dann können wir auch schon die Übertragungsfolie abziehen. Fangen wir einfach in einem Eck an. Und dann schön im spitzen Winkel langsam abziehen. Et voilà, haben wir schon den ersten Teil erledigt. Und der zweite Streich folgt zugleich. Und hier ist es jetzt ratsam, einen Heißluftföhn hinzuziehen. Denn wir müssen jetzt die Folie etwas geschmeidig machen, dass sie sich schön in die Wölbung reinlegt. Wichtig ist, passt mit der Temperatur auf. Ich werde ihn jetzt hier von der Temperatur regulieren können, sprich, komme in etwa 75 Grad raus, die man einfach bloß kurz anföhne, damit die Folie einfach sich schöner in die Kante reinlegt. Hier neben, wo es abgedeckt ist, reicht es natürlich vollkommen, wenn man einfach die Fläche hinnimmt und schön andrückt. Dann auch hier im Skalpell können wir das jetzt ausschneiden, unsere Löcher. Haben wir den ersten Part hier auch schon fest. Jetzt wird es richtig tricky durch die Wölbung vom Türgriff. Ja, wie ihr sehen könnt, es lässt sich echt schön hier reinziehen in die Kante. Und da again richtig schön jetzt fest andrücken. Und mit dem Heißluftföhn können wir den Kleber jetzt auch noch mal ein bisschen aktivieren, dass er einfach direkt seine Klebekraft hat. Zack, haben wir jetzt die erste Folie schon angelegt. Jetzt geht es einfach Stück für Stück weiter. Die erste Seite ist nun fast fertig. Ich muss natürlich hier und da die Kantebereiche nochmal nacharbeiten.
Aber dann kann ich die Türgriffe montieren und die Schaftleisten. Dann geht es für mich auf der anderen Seite weiter. Und wenn ich dann fertig bin, sehen wir uns jetzt gleich im Anschluss wieder. Der nächste Tag ist nun angebrochen und ich habe es auch geschafft. Also ich muss sagen, es war das erste Mal für mich und es war schon anstrengend. Ne? Ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, so eine Folierung, aber es ist machbar, ganz klar. Mit ein bisschen Zeit, Geduld läuft es super. Ich finde auch, die Verarbeitung war eigentlich ganz cool. Gerade hier vorne an solche Kante und Ecke ist es ein bisschen tricky. Ne? Da dann natürlich mit dem Föhn am besten arbeiten und die Folie schön in die Form reinlegen. Ansonsten finde ich, kann sich das Ergebnis echt gut sehen lassen. Das macht echt optisch super was her, das Fahrzeug jetzt. Und ja, im nächsten Step werden wir jetzt an die Anbauteile gehen. Hier werde ich auch Stück für Stück einzelne Videos machen und dann könnt ihr weiter euch anschauen, wie das Fahrzeug sich verändert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, teilt das Ganze in die Welt und sagt uns doch mal, wie ihr die Folierung auf dem Fahrzeug findet. Vielen Dank auch nochmal an die Firma Seincom für die Unterstützung. Super Sache, schaut mal bei den Jungs vorbei und gönnt euch auch gerne so ein schönes Folie-Kit von denen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.